Herr Müller, 0:0 für den Gegner, für den Gästetrainer. Hat sich wie eine Niederlage angefühlt? Für Sie fühlt es sich wie ein Sieg an? Nee, nicht wirklich. Also im Vorfeld haben wir natürlich auch gehofft, dass wir heute gewinnen können. Mit dem Spielverlauf und den gegebenen Platzverhältnissen in Kombination müssen wir zufrieden sein mit dem Punkt jetzt letzten Endes. Aber im Endeffekt wollten wir natürlich auch gewinnen und sind dann morgen spätestens auch enttäuscht davon, dass wir nicht gewonnen haben. Der Platzverweis hat Ihnen sicherlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Inwiefern? Ja, allein taktisch einfach schon, also numerisch natürlich, weil wir einfach einer weniger waren und es natürlich dann nicht ganz so einfach war. Aber auch taktisch hat uns halt der Verbindungsspieler gefehlt zwischen Sturm und Mittelfeld. Und das hat uns schon Schwierigkeiten bereitet. Gerade auf dem Platz eine Anspielstation weniger hat sich dann doch deutlich bemerkbar gemacht. Es ist jetzt kurz nach der Winterpause hin. In welchem Zustand ist Ihre Mannschaft? Was denken Sie? Es ist schwer einzuschätzen. Wir haben diverse Schwierigkeiten gehabt in der Vorbereitung. Also das war nicht wie jeder auch die üblichen Verletzten und Kranken hatten, sondern auch mit den Trainingsbedingungen nicht immer optimal arbeiten konnten. Und jetzt die Umstellung von Kunstrasen auf unseren Rasen in Anführungszeichen ist doch sehr schwer. Da werden wir noch die eine oder andere Woche brauchen, denke ich. Aber ich bin guten Mutes, dass wir es hinkriegen. Und von den Punkten her sind wir ja ähnlich im Soll wie in der Vorbereitung, in der Vorrunde auch. Als ich heute Morgen geschaut habe, nach meinen Informationen ist Ihre Zukunft beim ASV Durlach noch ungewiss. Können Sie da mehr dazu sagen? Nee, Stand heute ist es so, also ist es noch ungewiss. Wir werden die nächsten Tage mal darüber reden, aber bis dato ist dann noch alles offen. Ja. Möchten Sie denn gerne dem ASV Durlach erhalten bleiben? Ist wirklich noch offen. Also es gibt schon einige Sachen, die sich da verbessern müssten oder die sich verändern müssten. Und da kommt es jetzt auf beide Seiten darauf an, wie weit man entgegenkommen kann. Und dann muss man schauen, ob es passt. Es geht weiter mit einem Auswärtsspiel gegen Lauda. Was wird das für eine Begegnung? Was meinst du? Also Lauda steht auch ziemlich unten, das heißt auch steht unten drin, braucht jeden Punkt, hat glaube ich jetzt gestern überraschend verloren, wenn ich es richtig weiß, und wird mit Sicherheit da alles reinhauen, damit sie da unten rauskommen. Und wir müssen schauen, dass wir die Punkte aus der Vorrunde bestätigen, denn das ist ja unser Ziel, was wir uns für die Rückrunde vorgenommen haben.